Okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht noch eine Folge aufnehmen, aber plötzlich hat sich das Wetter geändert und ich glaube, das müsste auch einen anderen Kampfhintergrund geben. So Premium für Shiny Cobalium eventuell. Und ich habe mir jetzt wieder ein anderes Team genommen. Das hatte ich, beziehungsweise ich möchte es jetzt nehmen. Das hatte ich in dieser Zusammenstellung noch nicht. Und will ich mal ausprobieren. Ist auch komplett Meta. Das sind eben die vier Altaria, die Deoxys, Azumarill, Registeel. Die vier, die jeder hasst und für die jeder perfekte Konter hat. Ja, schauen wir einfach mal. Würde ich sagen, wie es hiermit so klappt. Ja, Tatsache. Es ist zwar nicht kein Schnee im Spiel so. Also das Wetter. Da war nicht der Schneemann rechts oben. Aber trotzdem schneit es hier bei bewölktem Wetter. Das ist ja schön. Das ist wirklich genial. Da stört es mich auch gar nicht, wenn ich verliere oder was auch immer. Also, genau, das Ende der aktuellen Superliga. Ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht bekommt. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehe ich auf Donnerblitz. So eine Hydropumpe würde ich nicht gerne abbekommen. Er kann natürlich nicht wissen, dass ich Donnerblitz habe, weil da ist immer so die Chance, vielleicht haben die Psy-Schub oder was auch immer. Und wird geschildert. Okay. Und ich versuche es beim zweiten Mal direkt und würde dann selbst auch schilden. Kommt früher zur Attacke. Und dann investiere ich auch einen Schild, aber jetzt muss ich aufpassen. So, hat mein Schild bekommen. Hallöchen, okay, perfekt. Hat geklappt und mein Pokéball dreht hier sogar ein Ei vom Pokéstop. Was sich noch dreht, ist die schwache Verbindung. Das ist nicht so gut. Okay, habe beide Schilde bekommen. Jetzt ist die Sache, was ich mache. Da hätte ich auch zweimal Steinhagel einsetzen können. Okay. Dann machen wir das auch nochmal. Und diesmal versuche ich Folgendes. Bin jetzt gerade nicht so im Laufenden, wie es mit deinem Energieaushalt aussieht. Aber ich würde mir gerne Deoxys dann als Wechselmöglichkeit aufheben. Und ich glaube, das ist gut. Ah, schade. Noch ein, zwei Counter hätte ich machen müssen. Ist eine gute Reichweite, um hier einfach aufzufarmen. Du hast dann vermutlich nicht mal Hydropumpe, dann hast du Knuddler, macht aber nichts. Ja, oder du hast hier Knuddler. Und ich kann ein paar Blubber unterbringen. Und dann habe ich wirklich viel, viel, viel Energie. Oder doch nicht. Okay, dann doch nicht. Es hat mir zu lange gedauert. Und dann investiere ich zumindest einen Eisstrahl. Aber geht auch in Ordnung, finde ich. Jetzt haben wir beide keine Schilde mehr. Und das schon so früh. Oh. Das wäre ideal, diese Hydropumpe. Ja, perfekt. Ein Bolterus gegen Azumarill ohne Hydropumpe. Dann noch dazu mit Schnee im Hintergrund. Obwohl, der lässt ja mein Wasser vereisen. Okay, und die Blubber machen jetzt auch was, sodass er sehr viel Druck hat, um direkt auf eine Ladeattacke zu gehen. Und ich habe noch mein Deoxys mit ein paar KP und Konter. Oder ich habe doch noch mein Deoxys, oder? Ah! So, bekomme noch einen Blubber unter. Und weil mit Zielschuss schaffe ich es nicht und da müsste ich eine Ladeattacke investieren. Na, schauen wir mal. Und ich glaube, ich gehe sogar direkt auch auf Steinhagel. Bin mir bei Bolterus, habe ich selbst auch noch nie gespielt, nicht so sicher mit den Attacken, mit den Ladeattacken, aber ich glaube, ich hätte es geschafft. Du hattest noch keine Steinkante oder was auch immer. Okay, das ist alles andere als gut. Am Ende. Ein 1 zu 1 Meditalis, wenn beide keine Schilder mehr haben. Und das ist der Steigerungshieb. Oh. Bitter. Der Steigerungshieb, dadurch machen deine Counter gleich viel mehr. Und das war's. Heieiei, so gut durchgehalten. Aber wenn man schon am Anfang beide Schilder ausgibt, um die Führung zu gewinnen, ich meine, hat er auch getan, dann. Jetzt kommt noch ein Steigerungshieb, alleine der macht jetzt auch schon ein bisschen Schaden und ich komme nicht zur Lichtkanone. Schade. Echt schade. Das ist nicht drin. Das ist definitiv nicht drin, aber sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Ganz bitter auch vor allem, dass man das Azumarill am Anfang beide Donnerblitze von Deoxys geschildert hätte. Geschildert hat.
Hätte ich ein einziges Mal versucht, Steinhagel einzusetzen, wäre bestimmt der Schild nicht gekommen. Aber ja, das mit dem Glück und Pech kennen wir ja schon mit den Attacken. In letzter Zeit. Ich muss einfach das Gegenteil von dem machen, was ich normalerweise machen würde, glaube ich. So, da erwarte ich vermutlich einen Wechsel, zumindest nach einer Ladeattacke. Okay, da kommt jetzt schon der Wechsel auf einen Sumpex und ich versuche eine Aquahobbitze abzufangen. Ich habe doch gedrückt schon. Dann versuchen wir es nochmal, oder? Ah, das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Und wird es mir gelingen? Jawohl. Okay, beim zweiten Mal hat es funktioniert. Weil das Problem ist, wenn ich sofort wechsle, das kann auch Sludge Bomb sein. Auf Englisch, wie heißt nochmal der deutsche Name? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da muss ich dann gut aufpassen, wenn das Giftattacke ist. Oder es kann auch Erdbeben sein gegen mein Regi-Stil. Und ich glaube, das war noch zu früh. Ich hoffe, das war noch zu früh. Und das ist eine Aquahobbitze, genau, sehr schön, das habe sogar ich bemerkt, ohne da großartig mitzuzählen. Und wir gehen direkt auf den Eisstrahl und blubbern dann runter. So. Okay, wird sogar geschildert, sehr schön, dass ich hier nicht die Hydropumpe eingesetzt habe. Jetzt, aha, was kommt da? Es kommt ein Yugong und da hätte ich vielleicht auch die Hydropumpe einsetzen können. Ist fraglich. Ich weiß nicht, ob das ein Legacy-Yugong ist. Ich würde gern einmal die Attacke bekommen. Die Attacke reingedrückt bekommen. So. Ich meine, die wird auch wenig Schaden verursachen. Und ich gehe dann Eissturm direkt rüber. Denn welche Attacke senkt nochmal den Angriff? Oh. Schade. Ich hoffe, jetzt ist mein Angriff nicht gesenkt. Eissturm. Das ist doch Eissturm, oder? Na, wieso steht hier nicht Angriff sinkt? Doch, oder? Ah, das ist bitter. Dass er das noch vorher durchbekommen hat, ist wirklich bitter für mich. Denn das hätte ansonsten vermutlich mehr Schaden verursacht, oder? Aber schaffe ich noch mit Konter? Beziehungsweise... Nein. Ich habe mein Regi-Stil, auch wenn Donnerblitz effektiv ist. Aber ich habe mein Regi-Stil und dagegen kann Panzeraon wirklich nichts machen. Ich versuche so. Schild ausgeben und Donnerblitz wäre vielleicht auch möglich gewesen. So, ich muss Fokusstoß natürlich machen. Wird sowieso nicht ganz kaputt machen. Da kann ich versuchen, auf einfach fabelhaft zu gehen. Muss ich nicht irgendwie underchargen, also zu wenig. So, Moment. Zu weniger Bubbles mit Absicht zu treffen, wenn, dann ist es unabsichtlich. So, okay, weil es ist neutral. Und, Moment mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Nein, ich farm da komplett. Sehr schön, eine Ladeattacke kommt vielleicht noch. Himmelswege oder Lichtkanone macht beides nicht allzu viel. Das geht in Ordnung. Und danach haben wir noch, ich weiß gerade nicht, was wir danach noch haben. Zwei Pokémon, jetzt muss ich gut schauen und überlegen, was er hier reinholt. Also, gegnerische Attacke. Okay, schilde ich. Und dann, genau, das Yugong haben wir am Ende noch. Lichtkanone. So, bei Yugong muss ich nur aufpassen, wie viel Energie das Ding noch angetankt hat. Schwache Verbindung, Dankeschön, wissen wir schon. Aber ich müsste sofort zu noch einer Lichtkanone kommen. Relativ schnell, okay. Und dann hätte ich noch Azumarill gehabt. Fragwürdig, dass ich hier nicht gewechselt habe, sofort eventuell. Aber hat gepasst. Alles klar. Na gut. Der Schnee ist echt genial. Ich mag den Schnee. Gefällt mir irgendwie, weil das hatte ich noch nie. Na oder? Seit Anbeginn der Go-Kampfliga hatte ich noch keinen Schnee im Hintergrund. Das hat aber keinen Effekt oder so. Der Wetterboost zählt für Raids, zählt für Arenen, aber nicht für die Go-Kampfliga. Das wäre aber auch spannend, obwohl das Wetter ist ja bei jedem anders, dass man dann sein Team darauf anpasst. Gut. Gut. Und mit gut meine ich interessant. Ich bleib da mal drin. So. Mal schauen, wie lange wir hier drin bleiben. Gegnerische Attacke. Kann ich nicht so einschätzen. Schauen wir mal.
ist auf jeden Fall neutraler Schaden in beiden Hinsichten. Und er weiß nicht, dass ich nicht Psy-Schub habe. Vielleicht habe ich zu früh eingesetzt, weil für Psy-Schub oder Psy-Schub würde man sich normalerweise immer zweimal aufladen. Okay. Aber Azumarill will ich hier auch nicht. Na gut, dann schilden wir. Und wenn ich jetzt schilde, weiß er vermutlich schon, was hinten bei mir wartet. So, Schlammbombe. Und ich schau mir mal an, was da so reinkommt. Okay. Ab geht die Post. Hier einmal. Hoffentlich noch einen Schild erhalten. Und dann rüber auf Registeel. Okay, keinen Schild erhalten. Dann hätte ich eventuell noch zurückhalten sollen. Aber Schmarotzer sollte ich ganz gut wegtanken. Und ich brauche dann sofort Energie gegen Laubklinge sogar nur. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ich muss auf jeden Fall eine Lichtkanone einsetzen. Aber ich will mir vorher noch ordentlich Energie ansammeln. So, Schmarotzer. Macht nämlich ein bisschen mehr. Und jetzt Lichtkanone. Okay. Also, das Toxiquack wartet noch. Und da ist Azumarill auch nicht wirklich. Und Azumarill hier gegen Tangolist hat auch Probleme. Toxiquack wird mich... Oh, da kommt auch ein Azumarill rein. Gut, wie stelle ich das jetzt am besten an? Deoxys hat, glaube ich, gerade keine Energie mehr. Ich meine, jetzt rauswechseln kann ich sowieso nicht. Oh, und da kommt nun Toxiquack und kann mich komplett runterfarmen. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt wirklich bitter. Ich meine, ich habe noch einen Schild und er hat keinen Schild mehr. So, gegnerische Attacke. Das muss ich jetzt schilden in der Gefahr, dass es die Giftattacke ist. Und da haben wir die Schlammbombe. So. Ich habe dann aber noch ein Azumarill mit Energie, muss man bedenken. So, rüber. Und schade. Das war ein bisschen zu spät. Ah, bitter. Wirklich bitter, das war dann nicht so gut. Aber ich habe die Matschbombe abgefangen und kann jetzt runter blubbern. Und jetzt ist nur die Sache, welche Attacke hat das Azumarill? Wir haben beide keine Schilde mehr. Ich glaube, ich würde es nicht mal schaffen, wenn du nur Hydropumpe und nicht Knuddler hast. Ah, das war ärgerlich mit dem Deoxys. Das habe ich um einen Konter zu spät reingeholt. Bitter. Wenn das, selbst wenn das die Hydropumpe ist, habe ich verloren. Das habe ich nicht schlau Eisstrahl. Okay, jetzt bin ich gespannt, was du vorhast. Eisstrahl, Eisstrahl, Eisstrahl. Alles klar. Entweder du hast dir das irgendwie durchgerechnet und weißt hier mehr als ich. Aber ja, keine Ahnung. Knuddler? Eisstrahl, Knuddler. Aber warum dann Eisstrahl? Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du nur Eisstrahl und kein... Ja, nicht genügend Sternenstaub für eine zweite Ladeattacke. Okay. Dann hoffentlich ist einmal die Hydropumpe besser als zweimal Eisstrahl. Die Hydropumpe benötigt 7 Blubber. Eisstrahl 5. Jawohl, ein Blubber noch und du bist weg. Boah, okay. Obwohl ich ein Deoxys mit kompletter Energie verloren habe, konnte ich das noch meistern. Gut, gut, gut. Und mit meistern meine ich, ich hatte einfach nur Glück, denn ja, dass der Gegner das Azumarill hier nur mit einer Attacke hatte. Oder der Gegner wusste eben nicht, dass Knuddler mehr Schaden macht gegen Azumarill. Beziehungsweise, dass Hydropumpe mehr Schaden macht. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Da war vermutlich einfach nur eine Attacke am Start. Aber wie spiele ich denn das jetzt gegen ein Charm-Pokémon? Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bleib mal drin. Ich komme zuerst zur Ladeattacke. So. Und danach würde ich sofort rübergehen auf Registeel, weil jetzt haben wir schon mal einen Schild weg. Einen Schild weg, genau. Und Lichtkanone würde dich... Ah, ich habe extra versucht, ein bisschen zu warten, aber nein. Ich hätte sofort drücken sollen, weil dann wäre es reingekommen. Ich wusste, dass sie wechseln kann, um das abzufangen. Ah, ich hasse mein Leben. Sorry, ich sag das zu oft, aber das war gerade wirklich sehr bitter.
schilde ich jetzt. Ich habe das Gefühl, das Registil brauche ich in diesem Kampf definitiv noch. Schön gespielt, auf jeden Fall. Sehr schön gespielt. Definitiv so. Konzentration ist echt schwierig immer. Passt. Perfekt, wie die Faust aufs Auge. War klar. Aber hätte ich die Lichtkanone gemacht, dann hätte sie nicht geschildert. Das ist so. Die Gegner sind Mentalisten. Die wissen ganz genau, was hier abgeht. Aha. So, jetzt bin ich auf den Schaden gespannt. Weil Lichtkanone war ja mal ein kompletter Schuss in den Ofen. Nein, ich dachte, du hast schon gedrückt und da auf die Hydropumpe eventuell. Es klappt gerade nicht so, wie ich das möchte. Du hast sogar auf die Hydropumpe und ich hätte sie abgefangen. Nein, aber das hat so lange gedauert, das Wechseln für mich. Oh, für meinen Geschmack. Aber dafür kann ich dich jetzt, glaube ich, mit einer Hydropumpe komplett in Schutt und Asche legen. Ich hätte sogar geschafft, das, was ich dachte, aber die Ladeattacke hat dann zu lange gedauert. Ich wollte genau die Hydropumpe abfangen, nicht die Elektroattacke. Okay, so. Das war lecker, 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 lecker. Hydropumpe ohne Schilden ist bitter. Wer kommt zuerst zur Attacke? Du musst, glaube ich, schon Energie haben. Okay. Okay, okay, okay. Aber alles easy. Jetzt muss ich nur überlegen, soll ich das mit meinem Registil farmen? Oder ist das zu viel mit Zielschuss? Ich farme ein bisschen und wechsle dann rüber. So. Okay. Und das hat gepasst. Perfekt. Weil Zielschuss, es kann manchmal wirklich lange dauern. Und wir haben ein Altaria. Und ich glaube, das war's dann schon mal. Gut, denn ich habe relativ viel Energie bei Registil drüben. Sehr schön. Und der Hintergrund ist so schön. Der Hintergrund macht gute Laune. Da gewinnt man dann vielleicht. Ich glaube, ich komme aber nicht zu noch einem Steinhagel. Bevor sie zur Attacke kommt. Knapp, knapp, knapp. Da gab es wieder Lags. Allerdings auf beiden Seiten. Das macht nichts. Das kann passieren. Sie musste aber noch ihre gesamte Energie ausgeben hier gegen mein Deoxys. Und ich komme definitiv zu einer Lichtkanone, bevor da noch irgendwas passieren kann. Okay. Sehr schön. Jetzt passt es wieder. Also dieses andere Team vor zwei Videos oder so, das war nicht mehr normal. Ich wollte gerade gar nicht aufnehmen, in Wahrheit. Wirklich nur wegen des Wetters. Und wollte mal auch ein anderes Team wieder ausprobieren. Komplett Meta. Aber, ja. Momentan kommt es gerade gegen die aktuellen Leute an. Doppelpflanze. Das war krass. Gut, Laramaus. Warst du das gerade? Keine Ahnung, habe nicht so auf den Namen geachtet. Ich achte gerade eher nur auf diesen schönen Schnee. Und du hast ein Registil am Anfang. Gut. Da werde ich drin bleiben. Oder, okay. Hallo? Ich verstehe es wirklich nicht. Also, das muss mir echt mal jemand erklären, so. Es gibt tausende Online-Spiele, die richtig kompetitiv sind. League of Legends, Hearthstone, alles. Gibt's da auch sowas? Das kann ja wohl nicht angehen. Okay, das war noch keine Hydropumpe. Also, wirklich, das... So heftig kann das nicht sein. Man bewegt sich hier nicht mal, dass irgendwelche Bewegungen oder so registriert werden müssten oder keine Ahnung. Boah, das lädt mir gerade ein bisschen zu langsam Energie auf, wenn ich ehrlich bin. Oh. Okay, schilde ich, dass ich dann Deoxys noch für Konter reinholen kann gegen Registil. Also, ich habe nicht unbedingt eine Hydropumpe vermutet. Aber genau so. Und jetzt hole ich mein eigenes Registil rein. Und schauen wir einfach mal. Oh, boah, Glück gehabt. Glück gehabt. Wenn ich das jetzt gegen Registil gelandet hätte. Ich hatte gerade die Wechseluhr nicht so am Schirm. Puh. Das war gerade wirklich bitter. Genauso wie die Server momentan. Heieieiei. Wenn ich das gegen Registil gelandet hätte. Der Wechsel war ideal von ihr. Dann hätte das Ganze schon ganz anders ausgesehen. Aber sie hat keine Schilde mehr. Boah, das ist gerade echt krass.
Da weiß man noch gar nicht, zu welcher Uhrzeit soll man spielen. Wann sind die wenigsten Leute online? Habe ich auch schon gelesen, irgendjemand hat geschrieben, ja, ich spiele, wenn weniger Leute online sind. Ja, aber wann ist denn das? Das Spiel gibt's weltweit. Okay, so, jetzt würde ich... muss ich kurz überlegen, weil hat das Registil was aufgetankt? Hier Schilden. Ne, und dann komplett für Fokusstoß ansammeln. Und jetzt sofort wechseln. Aber leider kann man hier nicht drücken. Das hasse ich. Ich gehe jetzt sofort auf Registil rüber. Genau, auf Deoxys gehe ich rüber. So. Genau, auf Deoxys gehe ich rüber. So. Das gibt es nicht. Ich habe dreimal gedrückt. Das Fenster schließt sich, ohne dass was passiert. Okay, das habe ich... Das war... Erstens, die Benutzeroberfläche ist spitze, man wechselt, drückt drauf, es passiert nichts, man drückt nochmal, es geht drauf, der Server. Ja, genau. Genial. Wirklich genial. Ein Regi-Stil, welches komplett Fokusstoß und noch mehr Energie aufgeladen hatte. Einfach weg. Genau, Stichwort kompetitiv. E-Sports. E-Sport, genau, ich glaube, Pokémon Go ist ready für E-Sport. Ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir hier so eine millionenschwere Tournaments vor. Okay, schaffe ich es zu einem Eisstrahl, bevor sie zu einer Lichtkanone kommt gleichzeitig, und ich habe offenbar kurz die Nase vorne. Sehr schön. Puh, werde ich das noch rumreißen können, trotz ein komplettes Regi-Stil verschwendet? So, nein, das kann ich nicht mehr. Was ist denn da los? Nee, Quatsch. So, das war zu langsam, der Wechsel. Ah, es ärgert einfach so sehr. Es ärgert so sehr. Kompletter Fokusstoß. Das wäre endlich ein 4-1 gewesen, wo ich wieder meine komplette Ehre gerettet hätte. Aber, ah, der Wechsel. Ich freue mich schon, den im Video beim Schneiden mir selbst anzusehen. Wie ich da wirklich... Man hört ja mein Tippen. Hier, man hört das ja. Wie ich da wirklich 5-mal getippt habe und wechsel und nochmal und wechsel und nochmal. Und das Spiel denkt sich, ja, heute nicht. Bitte kommen Sie morgen wieder vorbei. Wehren Sie uns morgen wieder. Denn das Wechselinterface, das hat ein... Also das muss ein Azubi programmiert haben, der gerade irgendeiner IT-Schule so ein kleines Nebenprojekt. Das kann niemand ernst meinen. Das kann wirklich niemand für PvP kompetitiv ernst meinen. Ach ja, aber hey, ich weiß, dass ich diesen Kampf definitiv gewonnen hätte. Da waren keine Schilde mehr, ich hatte Fokusstoß, Registil, bam, weg vom Fenster. Na gut, schade. Schade, schade, Schokolade. Aber wir hatten Schnee. Wir hatten Schnee und jetzt haben wir ein Kobalium mit Schneehintergrund. Jawohl, ein Grund zum Feiern, oder? Boah, echt krass, also wirklich. Das Wechseln. Ich meine, ja, die Gegner haben auch diese Probleme beim Wechseln. Weil das Spiel bei jedem so nervig ist, aber immerhin ein kritischer Fang. Ein Schnäppchenfang, sorry, meine ich natürlich. Na gut, mal schauen. 3-2, also zwischen 3-2 und 4-1 ist so ein riesiger Unterschied an Punkten, weil man gewinnt in dem einen Fall eins mehr und verliert eins weniger und das gleichzeitig. Also ist da ein Unterschied von 20 Punkten oder so in etwa. Dieser eine Kampf hätte mich vermutlich auf 2355 oder so, oder mindestens 2350 gebracht. Naja, kann man nichts machen. Das Wechselinterface ist erste Sahne, top. Würde ich definitiv sofort in alle anderen Spiele der Welt auch übernehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach bei mir so weiter.